sind ihm harten dankbar, dass wir diesen Abend hier waren, der haben, von dem, wo die gekommen sind. Und wir wollen ja uns besonders vertiefen an dem, wer Gott ist, in den er geschickt hat. Das sage ich in der Schrift, auf den Seil, wie er kam. Einmal macht wie am erkannt, wie man Gott in seinen Geschickten, was er geschickt hat, macht wie erkannt, und dass wir gerat worden. In der Schrift sage ich aber, wir sollen an dieser Erkenntnis auch immer wachsen. Und immer teilnehmen als Kinder Gottes. Und ich finde so, dort wird es merkt, dass das Christenleben nicht eine langweilige Sache ist. Dort ist, dass wir immer mehr erkannt, die in der immer wie Gott ist. Heute ist es unausschöpflich. Heute ist es seine Wesen, so viel heißt es unser Weh. Das wird ja immer blieben, du bist, dass wir wollen immer mehr kennenlernen können von ihm. So, wenn ich rede von Gott kennenlernen oder wieder kennenlernen, da rede ich nicht von uns besondere Erfahrungen. Bitte, ihr wollt die Erfahrungen bemerken, Stämmen hier, Visionen, so eine Sache muss dort. Da rede ich von der Heldenschrift. Dort, wo der Heldenschrift über ihm sein wird, dort, wie dort kennenlernen, dann dort haben wir das Gundet. So, wenn wir reden von das Gut erkennen, dort, wie Gott kennenlernen, dann denke ich an ein Beispiel, das ist nämlich so, wenn jemand wird sein, er kann dort Piet. Da weiß ich, meint ihr nicht mehr, dass ihr das Piet bloß mal euer gesehen habt. Wenn ich sage, er kann dort Piet, das meint so viel, der weiß, wo sich dort Piet, der kann dort, wo sich dort Piet verholen wird und wo man möchte dort Piet behandeln. Kriegst du jemand irgendwann, wie sein, dann Gott dich kann. Das meine ich bloß, dass wir ihn nun mal gehört haben. Dort, wie weit wir herrscht, das meint einfach auch, wo verhält er sich? Wer ist er? Und wo verhält wir uns da an? Das haben wir auch gewundert, am Chant lernen. Und dann noch ein Ding der Tau, wenn wir jemand will am Chant lernen, dort hängt nicht so sehr davon auf, wie wir uns anstrengen, um den Chant zu lernen. Dort hängt viel davon auf, wo lässt er sich Chant lernen. Ein bisschen Beispiel. Wenn ich hier würde vertellen von den Chanik von Saudi-Arabien, sie nennen das in Salman. Wer weiß, wer das ist? Gleich keiner von uns weiß, wer das ist. Wir kennen ihn nicht, nicht? Wenn wir uns würden wollen anstrengen, diese Person kennenzulernen, das schafft nicht. Wir kennen ihn nicht kennenlernen. Es sei denn, dass das kenne ich, was uns einen Tag vornen, uns anladen, dass er erlaubt, dass wir ihn kennenlernen können. So ist hier mit einer berühmten Person. Den können wir mal so wie kennenlernen, als dass er sich erlaubt, kennenzulernen. Und so ist es mit Gott auch. Wir würden niemals im Stand sein, Gott kennenzulernen, wann wir nicht dort, dort er sich uns offenbart hat und uns die Erlaubnis gegeben hat, am Tern zu lernen. Und das ist einmal, er hat sich offenbart durch die Schöpfung, durch Jesus Christus, das wir das vermehrt haben. Und durch das Wort Gottes, was er hingeloten hat, durch dort haben wir den Tautritt, dort wir die Möglichkeit haben, am Tern zu lernen. Und wir sollen uns Gott niemals so verstehen, als was wir uns wünschen, was er will. Dort wird in Evertreden sein, er in Breken sein von der teuren Gebot, wird es sein, wir sollen uns kein Bildnis von Gott merken. Dort heute auch, wir sollen uns nicht eine Verstellung merken, wo Gott erst besiegt dort, aus wo er sich dann zu umbohren hat, durch die Schrift. Wir sollen uns nicht am Wünschen, wo er erst, wie der uns so am Tarnieren aus seiner Schrift ist, das am Wort gründet. So, wir wollen von der einen Schritt wieder gehen. Smart hat wir gehört einmal, dass Gott unendlich ist. Da meint sie viel, das heißt, weit über dort, was wir begreifen können, und heißt grenzenlos, und von der aus, ist, weil wir einmal darüber reden, dort Gott Licht, und dort er läuft, es ist die Schrift, dort sein wird. Gott ist Licht, sagt die Schrift, und Gott ist läuft. Und diese beiden Eigenschaften, den Tevi anhand von Buch Nahum, Kapitel 1, Vers 1, Bad 8, ich habe mich zu lesen. Das ist am Wort Gundet, so der Buch Nahum. Es ist nicht ein sehr bekannter Prophetenbuch, es ist von den kleinen Propheten, Jona, Micha, Nahum, dazu wir das Buch finden. Ich werde mal die erste 8 Verse lesen. Vielleicht wird es gut, wenn ich auch ein bisschen erklären, dass an Bord das Buch gehen wird. Das ganze Buch Nahum, das ist bloß der Arm des Propheten Nahum, der hat den Untergang von Ninive, der Stadt Ninive, der hat predigen, er hat bekannt mehr. Wenn wir von der Stadt Ninive reden, dann, wo eine Person kann man dann kurz im Sinn? Wer kann mir die Antwort sein? Jemand hier von den Juden oder von den Kindern? Wer kann sein? Von wem reden wir? Wem fällt uns bei, wenn wir von der Stadt Ninive reden dann? Jona, dort ist die Person, die uns dann im Sinn kommt. So, an Bord hat das Buch Nahum. Das Buch Nahum hat der Raum, dort Ninive die Stadt soll untergehen. So, das ist dieselbe Predigt, was Jona durch ihn predigt. Bis du denkst, Jona, wie all 120 Jahre euer durch ihr warst, und hat er gepredigt, dass die Stadt wird untergehen.
Jeff, der steht frisst, als eine Gelegenheit Buße zu tun. Der steht dort Buße. Dann verschont Gott, der steht noch einmal 120 Jahre. Aber der steht in der Generation, es war gottlos geworden durch die Generation. Und nun der Prophet Nahum nochmals war er, der Prophezeien, die steht Ninive, die wird unjagun. Und das Wort, wo er die Prophezeien, die dort die steht, wird unjagun, dann sollen wir dort hier, dort Gott hat sich erst vorstellen. Er hat sich in Englisch, wo wir sagen, erst introducen. Gott ist nicht ein unirrlicher, sparkloser Gott. Heute hat sich erst vorstellen, erst introducen, wer er ist. Und dann sage ich da, dass die Stadt wird ungegangen. Der ganze Buch geht bloß darum, die Stadt Ninive wird ungegangen. Aber hier können wir lernen, über, wo Gott ist, sein Wesen. Wir werden Kapitel 1, Vers 1, Bad 8 lesen. Ich werde es in Hochdeutsch lesen. Die Last über Ninive. Das Buch der Offenbarung Nahums des Elkoschiten. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachen. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und trocknet es aus und er lässt alle Ströme versiegen. Baschan und Karmel verdorren und die Blüte des Libanon verwelkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Wer kann bestehen vor seinem Grimm und wer widersteht das Glut seines, der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not, und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. So, das ist der Stadt Ninive, ihr Urteil, was Gott will über ihn sprechen. Ninive, dort wird die Hauptstadt von Assyrien. Assyrien, dort wird zu der Zeit aus dem geschrieben, wie wir dort die Weltmacht, dort wird die stärkste Macht in der Welt. Und das wird die Hauptstadt von dieser Weltmacht. Sie wird diese Stadt wird genannt aus einer Weltherrscherin, die Tümmel ging, zu verstehen nicht. Sie werden so stolz auf diese Stadt. Das wird eine Stadt, die 34 Kilometer bis 15 Kilometer groß wird. So groß wird die, wo die Mauer rum der Stadt wird. Wir können uns das ungefähr so vorstellen, dort von hier bei Garden City in einem Holzbreit so am Feuer kommt, so eine große Stadt, eine Mühe, dort ist eine Mauer, so rum sich hat. Dort hat sie viel diese Stadt, die hat ihre Ackerschlund an der Stadt bern, an ihre Mühe bern, die hat die Wut, die hat sie an der Stadt angelegt. Das wird eine Stadt, die wir so versichert, dass man sagen wird, die ging nicht zu verstehen. Ich habe uns Mensch nicht mehr verstanden. Nicht? So, dort sage ich auch im Buch Jonah, dort hat die 3 Jahre um diese Stadt ran zu reisen. So geht 90 Kilometer rund um die Stadt ran. Die 3 Jahre ran zu reisen. So eine gewollte Stadt wie dort. Und nun sage ich Gott, aber diese Stadt, die wird ungegangen, die wird vernichtet worden. Wenn ich überdenke, dass Gott sich erst die Stadt feststellen, das wird er euer 120 Jahre treten, und sagt, dann sei wir das all, dass Gott hat nicht in die fallende Ohren, den Sünder in seine Sünde überraschen, in denen du bitte rechnen. Du hast Gott in die fallende Ohren nicht. Gott hat nicht in die fallende Ohren, dass er den Sünder catchen hat in seine Sinn, viel mehr, weil er in der Zeit wollten lassen, dass der Mensch kann geraten werden, und deswegen stellt er sich so für. Ich denke auch, wenn wir das Zeit an die Welt drehen, das. Wir haben weltweit so eine abfallende Sachen die letzten 2 Jahre gehabt. Ich denke, du bist eben nur. Es ist nicht, dass die Haare dort abmerksam merken, dass wir kommen nur an einem Eng. Gott hat nicht gefallen, diese Welt zu überraschen und die Aufrufe zu rechnen. Gott hat eine Zeit all weiten lassen. Gott hat eine Zeit all nur rechnen, schrecken vorab. Und dazu können wir von sehen, wo er hat gesagt, wo die Tekens worden sind von der letzten Zeit, weil die Welt nicht überraschen mit seinem Recht. Aber wenn ein Mensch du nicht abachten darf, der Schrift sagt, ob die Menschen achten du nicht ab. Da wird ihr dort eine Überraschung sein. Aber Gott hat nicht in gefallen, Ohren, den Menschen zu überraschen. So, nun werden wir einmal checken, das erste Wort, wo Gott sich hier vorstellen wird, einmal aus, wie kann sein, die Schrift sagt, dass Gott Licht ist, dort meint, dass Gott vollkommen ist, und dort wird er sich vorstellen als ein heiliger Gott. Gott wird sich als ein heiliger Gott vorstellen. Heilig zu sein, wir wollten dort die Schrift und wir wollten auch dort die Menschheit, die haben sich viele Jahre ausgedacht.
Aber niemals ist ein Gott diese Eigenschaft teuerschrieben worden, als heilig zu sein, als allein Gott, der Gott von der Bibel. Der nennt sich heilig. Heilig, das bedeutet, aufgesondert zu sein. Weit auf von allen Schlechten, fern von allem Bösen, sagt der Schrift. Das sage ich, wohnt in ein Licht, wo keine Hand kommen kann. Und deswegen seht, wie ihr schon, kann Gott nicht sündigen, nicht. Der kann nicht sündigen, der kann auch nicht mit Sinn, mit Lehen ist auch nicht zu tun haben, der kann auch nicht lehen, wenn ein heiliger Gott ist. Und das hat auch eine praktische Bedienung für uns als Kinder Gottes. Dort sage ich, dort heuer ist heilig, und deswegen sollen wir auch heilig sein. Dort Gott heilig ist, dort merkt dort auch, dort hey, in Iverhaft, dort sage ich hier in Vers 2, ein eifersüchtiger Gott. Die englische Bibel wird sagen, a jealous God, eifersüchtig. Dort ist auch in seine Helligkeit beim. Er ist einmal eifersüchtig über seine Ehe. Da meint Gott, weil alle ihr für sich haben. Am trifft er auch. Deswegen kann er auch eifersüchtig sein über seine Ehe. Nächstens, Gott ist eifersüchtig über sein Volk. Er wie über das alttestamentliche Volk Israel so eifersüchtig, dass er wie, woher du am die Ehe hast, dass er soll heilig sein. In dem Neuen Testament sage ich auch, weil er hat sein Volk und seine Kinder, die sollen heilig sein und du Ehe hast am. Dort sage ich, wollt ihr doch nicht, dass der Jesus Gottes Wort endünd ist, dass der endünd Iwat, die Iwat daran, dass der Welt uns ganz für den Herrn haben. Du Iwat der Herr an. Dort sind die Kinder, dort sind Volk, was ganz du sind für ihn. Nächstens sagen wir auch, dass er übrig ist über die Feinde Israels, über Gott, über sein Volk, die Feinde von seinem Volk. Und du wegen auch das Recht in das Buch. Gott ist übrig an sein Volk, und wenn jemand sein Volk hassen wird, dann wird Gott übrig daran sein, dort Volk zu bestrafen. Das Volk von der Assyrien, der assyrische Volk, dort hat eine Feindschaft hier in Israel, in dem wir Gott übrig haben, das Volk zu bestrafen, diese Nationen zu bestrafen. Und nächstens, wenn Gott übrig ist und heilig ist, ist er ein Zorn, ja Gott, hat er ein Zorn. Dort sei wie Jörg, dass er ein Zorn hat. Dort sage ich, sein Zorn, dort ist es ein Vier, sagt er hier in Vers 6. Und dort sage ich, so ein Vier, wird bei einer Halle brennen wird. Dort meint so viel, wir sehen jetzt morgens, dass Gott ist allein. In der Halle, dort ist auch, wo Gott ist. Das sage ich, was nochmal gesagt, der Halle ist der Stadt, wo Gott nicht mehr wird sein. Und dort stimmt nicht. Der Halle, dort ist der Zorn Gottes. Gott ist auch du, aber du bist mit seinem Zorn. Was meint, wo Gott nicht mehr wird sein in der Halle, mein, in der Halle ist keine Güte Gottes, meine ich. Dort Gode von Gott ist nicht mehr in der Halle. Aber der Zorn Gottes, dort ist, was in der Halle wird sein. Und deswegen sagt er hier, dass Gott ein Zorn hat. Wenn wir reden von Gott sein Zorn, da reden wir nicht von Wort, was über Kontrolle ist. Wenn wir von einem Zorn reden, wir reden wir von Wort, jemand, der ist über Kontrolle. No. Gott sein Zorn, das meint, dass er seine Gerechtigkeit, der durchführt, indem er dort schlechte, bestrafen, der sich dort verdient hat. Dort ist Gott sein Zorn, und dort wird der Hall was sein. Dort wird Gott seine gerechte Strafe sein, über den anbußfertigen Sünder. Gott sein Schwert ist nicht fast gerastet, so ist Psalm 7 dort sagt, dort ist gewetzt, dort meint, dort ist geschwappt, reut Merache zu eugen. Dort wird Gott sein Zorn ist. Dort meint so viel, Ninive, der Stadt, der hat einen Punkt überschreden, wo nicht mehr ein Treffen wir. In Englisch wird der V1 genannt, ein V1, wie ein Pilot der erste weit, was dort bedient. Der dort bedient so viel, wenn ein Airplane oder ein Jet will auf dem Runway, wenn der abfliegen will, dort hat der Pilot geliert, wenn er bei dem gewissen Punkt ist, auf dem Runway, da meint er dann, es kann drehen, nicht. Dann wird passieren, was er passieren will, da fliegt er ab, so ist er dann dort. Dort nennt man den V1, dort meint er, auf den Punkt überstreben, wo nicht mehr ein Treffen ist. Ich würde ein Flugjahr drehen, mit einem clean plane, mit auf so ein Pista, auf so ein Runway, wo wir abfliegen, dann wird ein Ängstchen in der Laufbahn am Markt, der würde wohl nicht über allein kommen, nicht auf irgendwie eine Parlin von den Runway, wir würden da nicht überkommen, und haben wir geschwinde Entscheidung in Trey rauf, wir können nach Jerusalem allein zu stehen. Wenn ein clean Ängstchen wieder würde gewahrt sein, da würde den Vereint erregt haben, dann meint so viel, dann ist kein Trey, meine ich. Dann fährt er weichen, da und wort. Und dort wird diese Stadt hat erregt. Gott hat frisch gegeben, Buße zu tun. 120 Jahre drei hat Jonah hier all gepredigt. Das Volk hat einmal Buße getan. Aber wir waren gottlos geworden. Der Staat hat den Punkt erregt, wo nicht mehr ein Trei wir für Gott sein Gerecht. Gott sein Gerecht, dort wo nicht kommen, und du werden sie ewig reden. Du wirst nicht mehr ein Trei fahren. Und was passiert? Aus Nahum das Predigen da, 40 Jahre wieder,
Dann wie der Rifa Tigris, der ging bei dieser Stadt vorbei, wie in die Wald der Rifa. Und der war so weit überfallen, wenn sie sozusagen gerannt hat, eine andere Jähnt, war das Rifa so viel überfallen, der reut ein großer Port von der Mauer, reut die Dohl. Nun die Soldaten in der Stadt, die werden sich so selbstsicher, sie werden betrunken. Und nun wird die Stadt auf für den Finden zu kommen. Und dann der König von Babel, der Nabopolassar, wie sie ihn nennen, dort wird der König der Deutschen, der nutzte sie gelegen nicht aus und kommt an den Stadt an und nimmt die Stadt an. Der Stadt, so eine gewollte Stadt, so sich ich euch sagen deut, der wird verstiert, der wird im Erdbad im Glücks gemerkt und der wird mit der Tiet stauf die Unia. Und für 1500 Jahre hat man nicht mal gewusst, wo die Stadt Nineveh gestohlen hat. Dort hat man noch mal etliche 100 Jahre drei entdeckt, wo die Stadt Nineveh mal gewasst ist. Nicht weit man noch war, wo die gewasst ist. So weit wird verstiert. Dort hat Gott hier an den Propheten Nahum allem früh gesagt, wo wie diese Stadt wird vernichtet worden. Und dann denke ich immer nur, wenn Gott es dort ja recht findet, wenn erst der Punkt überschritten ist, wo nicht mehr ein Dreh ist, dann hat Gott mit seinem Recht antreten und wird Gott ewiglich immer Zorn holen über diese Welt. Die Schrift sagt, er wird nicht immer während haben mit der Menschheit, mit dieser Welt. Er wird nicht ewiglich Zorn holen. Ich denke an die Verführung, wo wir von der anderen Welt leben. Ich denke an der Räuberie, Mord, Anzucht, so viel Korruption, Eigenrechtigkeit, Lehnes, Zank, Hass, all das, was in dieser Welt ist. Wird Gott immer mit dort geduldig sein? Die Schrift sagt, er wird nicht ewiglich Zorn holen, Eva. Noch auf dieser Welt den Punkt nicht überschreden. Aber ich kämpfe da, da wird nicht mehr ein Dreh sein. Und dann ist es zu laut, da wird er angerieben mit seinem Gerecht. Ich denke, allein dort die Westen, was ich in die Hand von Clean Up On, dort die Westen, was wir haben auch recht getan, was dann stand immer für Player und das und für Player und das, dort wisst dort, dass du ein Gott ist, der du rechnen wird, der dort wie verurteilt sein. Und die Westen sagt uns dort, dort wie für Gott verurteilt sein. Dort habe ich von Clean Up On gewusst, dass du ein Gott ist, der du einen Tag rechten wird. Ich denke, bis an immer nur, es hat so naht abpassen dort am Darb, wie haben das nicht so geliert, aber die Nobelschkinger, die haben das dann so geliert, wenn das dann mal rümmeln dort, wenn wir eben glückaltig spielen dort, in Verlachen, in Dampfswieren, wenn das dann mal so richtig anschlagen dort mit dem Blitz, da wird er hingefolgt. Da wir ganz ernst. Und warum? Wir wissen dort, dass wir ein Ernst dahinter. Gott hat eine Warnung gegeben. Ich denke dir aber nur, sag ich euch in der Bibel, dort wieder zu stoppen machen. Aber das weiß einmal eine Gottesfurcht, was wir, dort wir wissen, wir haben das mit einem Gott zu tun, der du rechten wird. Und der du am Zorn ist über den Sinn. Das wird wir einmal weiten tun. Und wenn Gott nicht wird, ob dort all das Schlechte, was in dieser Welt ist, all das Gottlose, was in dieser Welt ist, wenn Gott nicht wird, ob dort angerieben. Wenn Gott nicht einen Tag dort rechten wird, dann ist Gott auch nicht moralisch vollkommen. Gott ist moralisch vollkommen. Wir reden von der Vollkommenheit Gottes. Dort Gott vollkommen ist, dort merkt dort, dort hat dort gottlose Wesen in dieser Welt rechten wird. Dort haft er mit zu tun. Wenn die Welt über was er regiert, dann muss er auch dort gottlose bestrafen, was er ist. Wieder sollen wir einmal auch an diesem Aufschnitt, dort Gott auch gerecht ist. Gott hat gerecht rechnen. Und Gott ist wahrhaftig. Und ich denke, wenn er das Gott sich, dort über die die Menschen rechten, die Völker rechten, du hast ja ein Gerecht. Vielleicht sagen wir, noch an die Menschen nicht von Beta gewusst, vielleicht wissen die Menschen auch gleich mal von Gott. Doch, die Menschen, die haben gewissen, die Menschen, die konnten auch noch von der Schöpfung konnten doch erkennen, dass du ein Gott bist. Gott hat Wunder getan. Gott hat sein Wort hingelogen. Gott hat Jesus Christus an diese Welt geschickt. Die Menschen, die wollten doch, dass du ein Gott bist. Und Gott ist mit Gerecht, Gott hat und die Gerechtigkeit hat errechnet, dort ist nicht Recht, dort errechnet. Und deswegen sage ich der Tiok an diesem Aufschnitt, der Rache, der der vierte Heiderich. Gott wird sich aufrechnen über den Sinn. Der Schrift sagt, wie soll nicht uns rechnen an euren Onder? Aber Gott hat dort Rache sich zu rechnen. Warum? Gott verjagt ihr schlicht nicht. Dort sei wie in Vers 2, dort Gott ist einer, der die Rache rechnet an seinen Zorn. Dort haben wir zu tun, Gott verjagt nicht. Und Gott überdriftet dort nicht mit seiner Rache. Und heute unja driftet dort nicht mehr zu einer Rache. Wenn wir Menschen uns rechnen wollen, wir wollen immer entweder dort überdrehen, oder nicht genug dort unja drehen, aber wir haben nicht den Mut, dort wir vermieten uns dabei. Aber Gott vermacht sich dann nicht, wie heißen gerechter Rechter.
Aber ich denke auch an so zwei Gläubige, die einfach waren belohnt worden. Er wollte seine Kinder einfach auch belohnen. Und er wollte auch in der Reich sein. Er wollte Reich belohnen. Und das ist einmal, dass Gott Licht ist. Gott ist vollkommen. Gott ist fern von allem Bösen. Und Gott wird die Sünde und die Eingerechtigkeit, da wird er alle rechnen. Da wird er alle bestrafen und rechnen ein Tag. Aber wir sehen in diesem Abschnitt noch eine andere Sicht von Gott, noch eine Eigenschaft mehr. Und das ist Gott seine Leib. Das Jokritian. Leib meint, dass Gott sich selbst handopfert, um das Beste für den sein zu kreieren, wem er Leib hat. Das ist der Leib Gottes. Und das sei wie dort in Vers 3, dass er langmütig und geduldig ist. Langmütig und geduldig. Was bedeutet das? Gott hat ein Reich, die Sünde zu rächen, der euch Reich dich hätte rächen. Aber wenn Gott langmütig und geduldig ist, schifft Gott dort die Reich rüht. Und das wird hier sein. Gott ist langsam zum Zorn. Gott ist langsam zum Zorn. Das meint, heute hat die Reich erst mal rüht schüben. Woran? Ich denke, was immer nur. Von uns Menschen wird gesagt, dass Menschen Zorn tut nicht, was für Gott Reich ist. Wenn wir an unseren Zorn handeln, dann, wie vermeiden uns immer damit? Woran? Wenn uns der Druck ist am Kopf dann stichen, wie mit so Rot im Kopf, wenn der Druck ist am Kopf dann stichen, dann wird wir dort dann sehr wie eierdollig, dann sehr wie annichter, und dann vermeiden wir uns, wir sind bitter Kontrolle, dann mit uns reden und mit uns handeln, handeln wir töricht, wir handeln wöcherreich. Aber Gott, sein Zorn, das in seiner Heiligkeit gegründet, dort meint, wenn Gott zornig ist, heißt ganz unter Kontrolle, heißt nicht eiderlich dabei, heißt nicht, dass wir uns das verstehen, dort Herrn seine Wut übbrechen, dort ist nicht, was dort meint, wenn Gott zornig ist. Wenn das hier sein, der langsam zum Zorn, dort meint, wenn Gott uns Zorn über die Sünde hat, die Eierreichtigkeit, er bleibt geduldig. Er bleibt geduldig, und er schafft dort die Reichrüte, er verliert nicht seine Selbstkontrolle, er kann sein Schwert treiholen. Ich sehe, dass Gott sein Schwert dort ist geschwappt für die Rache. Aber er kann er treiholen, was wir Menschen nicht kennen. Und wo hält er dort drei? Er hält dort drei, um den Menschen nicht allein zu geben, zur Buße. Sei wie Menschen so dort, wenn wir an unseren Zorn sind? Sei wie an unseren Zorn so, dass wir uns dann treiholen können und dass wir den Menschen erst nicht allein geben, Buße zu tun? Deswegen sage ich die Schrift, dass Menschen Zorn tut nicht, was für Gott recht ist. Aber so ist Gott. So ist Gott einer, dass er sich kann treiholen in den Mensch ist mal die Lehne geben, zur Buße. Und was hat er dort mit Ninive getan? Der Stadt Ninive, 120 Jahre drei, dann schickt er Jonah dahin, zu predigen, und er jäuft der Stadt 40 Jahre die Lehne, was er kann Buße tun. Und die Stadt dort Buße. Dann schafft Gott sein Reich 120 Jahre rüht. 120 Jahre wie Gott, wie er langmütig, geduldig mit dieser Stadt. Und das gottlose Wesen hat er immer Hand genommen, und nun haben sie den Punkt überschreden. Was sagen wir dort, wo lang Gott seine Geduld ist, dort er abschieben wird, so langmütig ist Gott, dass Jonah sogar verdrisslich wird. Jonah wird verdrisslich, dort er sein, dort er hat sich gefreut, ich dort nie wo er hin sein kann, wo er wird ungehen. Dann sage ich, Jonah, das ist das zu Gott. Nicht da, wenn es mal für Jonah sagt, denn ich weiß, Mark wird er weiter, ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist, und lässt dich des Übels reuen. Jonah sagt, ich weiß, dass du lange Geduld hast, und dass du am Euer, dass Gott ist dort wie. Mark wird, viele Leute, wo Jonah haben gleich dort zu predigen, wo nachum der, nachum darf keine Frist, meine ich. Nachum darf keine Gelegenheit mehr zur Buße. Aber Jonah hat muss das Volk nach predigen, der kann Buße tun. Und Gott hat 120 Jahre Frist mit ihm. Dort wird Gott sein Zorn erst. Gott sein Zorn macht wir reich verstehen. Dort ist ein heller Zorn, ein Zorn, der seine Rache treiholen kann, wenn es anders über den Menschen jammern. Und dort wird Gott zu Jonah sein. Soll mir das nicht über den Menschen jammern, was an Ninive sind? Gott kann sein Euer treiholen, den Mensch ist mal gelehnt, jemand zu Buße, wenn es am Jammer dort über den Mensch. Wer von uns ist es dort, bei uns ist die Euer eine Höchstich, dort wie der Mann dort dann in Jammer hat haben. Dann habe ich nicht ein Jammerhort. Aber so ist Gott. Dort, wo wir sein, denn von Gott seine Eigenschaften. Aber was ist der Mensch? Der Mensch, der missbraucht Gott seine Langmut und seine Geduld. Langmut meint, dass Gott langmütig bleibt. Gott bleibt langmütig mit dem Mensch.
dorthin nach lang. Wie Menschen haben aber so schwer, als unsere Geduld aufgeredet. Aber Gott blieb so langmütig mit dem Mensch. In zwei große Sünden wird der Mensch mit dit begonnen, mit dieser Eigenschaft Gottes. Nummer eins, der Mensch sieht das so aus, wenn Gott schwach ist. Wenn Gott langwachend mit Angriffen und durchführen wird, oh, dann sei wir, wo ist Gott? So viel Eierreichtigkeit, was in der Welt teilgeloten wird, und Gott gerät nicht an, dann mehr stellt man die Frau, na, wo ist Gott? Man wird den Eindruck geben, als wenn Gott schwach geworden ist und nicht angerieten wird. Und man verjagt dort, Gott ist langmütig. Gott hat Geduld mit den Menschen. Und dort sagt uns auch Petrus, er sagt dort, der Herr verzieht nicht die Verheißung, dort ist nicht, dass Gott von seinen Versprechen für jeden hat, wie etliche es für einen Verzug achten, das einzige Meinung, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Mein Wort, Gott, der will, der ist geduldig mit seinem Gerecht, wenn er will haben, den Mensch soll ich nicht gelehnt haben, zur Buße. Und dort wird der Mensch der. Der Mensch entweder die Sitte anders von Gott schwach ist, oder der wird über spotten. Vielleicht wird er über gespart hat. Oh, dort heute ich einmal so, dort Gott wird bald kommen, bald wird Jesus kommen in die Welt rechten. Und seit selber dort ist noch einmal nicht gekommen. Man spart hat der Eva und es steht dort, man sagt nicht, dass dort der Herr noch nicht gekommen ist, dort ist, wenn sie geduldig ist. Er will noch haben, dass die Menschen sollen zur Buße kommen. Und es steht dort, man dort aus einer Langmut und aus einer Gelegenheit zur Buße sitzt, da wird Gott für die Isaac noch Eva gespart hat. Und wie sollen wir in diesen Aufschnitten versehen, dass Gott gütig ist, freundlich ist heute? Wenn Gott in heller Zorn hat, merkt er doch mehlich, dass er kann seine Rache und sein Schwert trägeln und ist mal freundlich und gütig zu dem Sünder zu sein. Wer von uns ist dort im Staunen zu tun? Dort waren wir in Zorn haben und es steht, dass wir Rache üben, dass wir uns trägeln können und an den Menschen ist mal freundlich behandeln und ist mal gütig, den ist mal Geld zu tun. Wenn wir lesen hier, dass Gott gütig ist, da meint er, dass Gott Gott ist, dass Gott Gott ist und alle Menschen ist. Und wir müssen denken, wo Gott alle Menschen beschenken wird. Er beschenkt den Menschen mit Rehen, dass er keinen Unterscheid, ob er gottlos ist oder nicht, ob er in euer Reich ist oder nicht. Gott beschenkt den Menschen mit Rehen. Gott schenkt den Menschen Sonnenschein. Drei Mahlzeiten wenigstens am Tag, sodass wir alle damit schaffen müssen, dass wir nicht immer gewicht wollen, als dass wir unterernährt sind. So viel schenkt der Herr uns zurück, haben wir dort unterhalten. Wir haben keinen Unterscheid, ob du gläubig oder ungläubig bist, ob du ein Sünder bist oder nicht. Das schenkt Gott dir. Vielleicht in Ehe stand, ich rede schon drin mit einem Mann, der sieht, vor allem wie im Glauben, die war es heute in seiner Früh, und hat schon gewohnt, dort befreit zu sein. Gott schenkt den Menschen dort. Gott schenkt den Menschen dort, dass sie können befreien. Dort darf sogar sein, dass Menschen sich in anbekehren tauschen und Gebetserhörungen erfahren werden. Gott erhielt sogar die Sünder ihre Gebete einzig mal, wenn sie in ihre Note am Schrien dann. Und die Menschen meinen dann damit, dann sind sie vielleicht all der Rat, wenn Gott ihren Tag Gebete erhielt. Nein, eine Gebetserhörung meint noch nicht, dass du der Rat bist. Eine Gebetserhörung das meint, dass Gott es gut für dich. Gott meint, dass Gott mit dem Menschen. Heute erst hat den Menschen Gott gegeben, zum Arm dort wiesen, Gott interessiert sich für dich. Gott interessiert sich für den Menschen. Römer 2 sagt, dass das Gute, was Gott den Menschen geben, das wurde jafft der Rat. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott will mit dort Gaude, was er dem Sünder geben wird. Heute trägt sich drei in sein Euer, in seine Rache, dann wird er den Mensch erst mal Gauds. Jeft dem Gauds, der Wort, und sagt ihm, den zur Buße zu leiden. Dort soll zur Buße kommen. Vielleicht wird er sagen, ich werde bei uns so, er wollte, der Reden ist dort, wenn es wurde alle geregnet hat, wir sind ja auch so abhängig vom Regen. Dann lösen wir vielleicht so eine Rehen, dann hast eine steht, dass es Rieche war, andere steht, dass es Nordje war. Dann meint man so, oh, die Menschen, du wirst so gerehnt haben, die wollen bald beter sein. Gott hat einen geraten gefallen und eine Hafte den Rehen gegeben. Und eigentlich, mag ich sagen, es kriegt das jeden Fall. Gott schenkt den Rehen auch über die Gottlose, dem Wiesen, wo Gott hier ist. Er will ein Goldstone. Gott läuft den Mensch. Er will ein dort Wiesen, mit dem will er ein Terbuße tragen. Dort in Arm kommen sollen. Gott hat den Mensch Gott. Und ich denke, vielleicht immer nur, dort wir als Gläubige, wir haben vielleicht einmal in Trouble damit, wenn wir denken, dass dort ein unbekehrter Mensch, ein Sünder, dort einmal in dieser Welt, besser geht als wir als Gläubige.
Scheinbar eins mal der Ungläubige, wenn der Troubles an dieser Welt durch ist wie andere. Vielleicht hat der Mann erfolgt mit seiner Bürgerie, Bürgerdollar, verdient Peter, vielleicht nicht so viel Eugleck in seinem Leben. Als wenn die gottlose Fährten so glatt durchkommt und so viel Geld sind, eins mal fragen wir uns, ist Gott gleich ab uns sie oder woran der Tät hat so? Und dann machen wir dort nicht für jeden aus Kinder Gottes, uns hat Gott den Himmel gegeben. Wir sind Orven Gottes, wir haben alles am Kommen. Das ist eine Frau von dir, da wollen wir dort alle kriegen. Aber der Sünder, der da verloren geht, den der Gott in dieser Welt fährt, so viel Geld geben, er will haben, der soll zur Buße kommen. Der soll noch lernen, wo Gott er ist, wo freundlich er ist. Das sage ich in der Bibel auch, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Er will haben, die Menschen sollen schmecken, wo Gott er ist. Deswegen der fährt den Sünder, den Gottloser, der nicht nur am Freich sehnt mit vielen irdischen Dingen, mit Rehen, mit Ernten und mit Geld und mit, weiß nicht was alles. Gott ist Gott für den Mensch. Aber was für einen Sinn bejährt der Mensch meistens mit dem Gehörer, was Gott ihm gegeben hat? Das meiste ist, dass entsteht, dass der Mensch dort brücken, das ist die Schrift sein, dass er durch diese Buße gelehrt wird, dann brückt er diese Geschenke Gottes, diesen Segen Gottes, verbrückt er zu seiner Fleischeslust, zu seiner Augenlust und zu seinem stolzen Leben. Stimmt das nicht? Der Gehörer Ding, was Gott dem Mensch gegeben hat, der verbrückt den Mensch für seine eine Last. All das Geld, so viele Dinge, was wir an dem genießen an dieser Welt, und es steht dort Gott, der ihr kriegt, und wir uns da drehen, da verschwendet der Mensch dort. Dort sage ich Römer 2, Vers 4 und 5, gesagt hat, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? Gott ist so reich und gütig, Gott gibt so viel Geld, wo wir uns niemals verdient haben, in seine Geduld, in Langmütigkeit. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wollt ihr nicht das Geld, was Gott dir gibt, mit weil er die zur Buße bringt? Dann sage ich der Hängeron, du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Merkt man dort, was der Mensch mit seinem verstockten Tod, und es steht dort, Gode, was Gott am Jeff, dort erkannt, dort Gott will mit der Buße leiden, und da steht, verbrückt der Mensch dort seine Ehe los, und merkt sich den Zorn bloß gerade. Merkt sie in den Klappen von eurer Gerechtigkeit, bloß gerade, dort ist gerecht, bloß desto gerade verantwortet worden. Merkt ihr dort, wo der Mensch ist? Ich denke bloß immer nur, wo viel soll ihr dort von der ersten Tag noch, dort wann wo ihr jeden wart, dort man noch wird ferm eten, ihr noch danken, sich die Metz aufnehmen und danken. Wo viel soll ihr dort? Mess kreit nisch. Wenn wir reisen dann und wo im Restaurant sind und wo nach Haupt neigen und danken, ferm dort eten, dann sind wir gewöhnlich die einzige eine Ütnung am Restaurant. So wenig ihr kriegt Gott für dort Gode, was er uns Menschen gibt. So wenig ihr. Der Mensch, der nimmt, dass es von der aller selbstverständlich ist, dort hat er am der Schaffen, denkt er nicht immer nur, dass Gott seine Güte, Gott ist freundlich zu uns Menschen. Heute trägt sich drei in sein Euer und gibt uns so viel Gode, ich wollte den Mensch kommen, zur Buße kommen. Dann ist Gott aber auch barmherzig und heute ist gnädig. Nicht bis freundlich, nicht bis gütig, also barmherzig und gnädig. Dort meint einmal dort barmherzig, dort meint dort Gott, der seine Leib auch eine Dut am Saaten. Heute hätte auch was mehr. An dem, dass er sein Schwert in sein Zorn, in seine Rache treuhält, der hätte ich mal seine Leib eine Dut am Saaten für den Mensch. Gott seine Gnut, dort ist Gott seine unverdeunte Zuwendung, dort Gott sich um uns kümmern, der, was wir uns kümmern, verdeunt haben, aus hoffnungslose Sünder, wo wir uns niemals verdient haben, dort ist Gott seine Gnut, so sollten Vers 7 sein, gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not, und er kennt die, welche auf ihn trauen. Den Menschen, die gelegen hätte gegeben, dort konnte er steht gehen, wo er konnte geraten worden, wenn die Not kommen wird. Dort ist Gott seine Gnut. Nineveh hat diese Gnut. Nineveh, die hat nicht steht, wo sie handeln können. Sie können Gott ran in ihre Buße und können bei einem Zuflucht sehen, dort können sie können geraten werden. Dort wie die Predigt von Jona. Aber dort wie vorbei. Dort haben sie nicht mal geacht. Dann denke ich immer nur, Gott, als er diese Welt schaffen deut, die Welt wie Jruz gemerkt, da fällt diese Welt in Sinn. Der Herr hat Kreuz, du könnt nehmen, in diese Welt aufheben und dann sehen, Garbage-Tannen schmieden, was die Verdammnis ist. Aber Gott lührt Feuer 1000 Jahre. Lür hätten, da den Mensch dort beibringen, du brückst einen Rara, und dann schickt er den Rara in diese Welt hin.
Gott ist nicht als 6000 Jahre geduldig mit dieser Welt gewesen, dass die Menschen kennengelernt wurden und haben den Rara in dieser Welt nicht geschickt. Ist das nicht ein Zufluchtsort, was wir Menschen haben? Dort ist Gott seine Gnade. Jemand hat mal gesagt, was Gnade ist. Gnade ist Gott sein Reichtum auf Kosten von dem Opfer Jesu Christi. Gnade bedeutet, dass wir Gott sein Reichtum kriegen, auf Jesus seine Kosten umtreten, was er hat muss entgelten. Gnade bedeutet, so haben andere dort gesagt, Gnade bedeutet, dass Gott Himmel und Erde in Bewegung gesagt hat, an den Sünder zu raten. Dort ist Gnade. Noch wir haben gesagt, Gnade ist, dass Gott hat, um den Menschen zu raten, hat Gott sich über keine Kosten getragen. Für keine Kosten hat er sich gewährt. Gott hat die Schrift gesagt, Gott ist arm geworden, um uns zu erlösen. Dort hat Gott alles getan, indem er sich getragen hat in seiner Rache. Dann hat Gott alles handgegeben, um den Menschen zu raten. Und Gott ist nicht als 6000 Jahre geduldig gewesen mit dieser Welt. Noch hat er nicht eingegriffen an die Reich. Wo hat Gott mit einem Mensch? Gott hat einen Mensch auch, 60, 70, 80 Jahre, es ist auch verschieden. Aber in diesen Jahren hat Gott sich getragen und den Menschen nicht rechnen und hat den Menschen Buskels gegeben. Viele gute Dinge geben den Menschen. Und hält sich getragen. Ich denke, für einen Mann, der hat Gott danach immer treffen. Er hat sich antworten, du kommst dir recht. Ich denke, wenn er so ein Recht hat, hat er eure Ware kommen. Erdbebens lässt kommen, Naturkatastrophen lässt kommen, das sind immer so eine Warnings, was Gott schicken wird, du kennst dir recht, der Tag ist ein Kommen, was er rechnen wird. Aber er hält sich noch drei, dem dort der Mensch ist, konnte er Buße kommen. Das sagt die Schrift, heute treff dächlich, damit er heute Wort ein Tag rechnen. Aber die Schrift sagt, wer nicht glaubt, wer diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, zum Glauben zu kommen, wer nicht glaubt, über den bleibt der Zorn Gottes. Da wird der Zorn Gottes über dem blieben. Gott hält sich noch drei. Aber wer nicht gläuft, der bleibt unter dem Zorn Gottes, sagt die Schrift. Das sage ich hier in Vers 8, dort wird seine Fien, der wird der Platz der Eng eine Diesternis nennen die Augen. Was ist die Diesternis, wo er seine Fien wird nennen die Augen? Dort ist der Eugier Verdammnis. Du wird er seine Fien nennen die Augen. Aber dort ist die Not, dass Gott den Mensch, der sich nicht verdient hat, wo Gott alles handgegeben hat, um den Menschen zu raten. Gott hat alles handgegeben. Aber diese Gnade, sagt die Schrift auch, die wird auch gemessbrückt. Und Menschen meinen, die können ab dieser Gnade sündigen. Die Gnade, die wird gemessbrückt, ihre Sinn. Und das, was Gott schon mal im Sinn hat. Wenn wir von Gott seine Eigenschaften reden, dann ist von so einem Mess in Trouble. Denkt, wenn einer sieht, Gott ist gnädig, was meint Gnade? Gnade meint die Endall vom Verdeins. Gnade meint Gott, der den Menschen dort, was er sich nicht verdient hat. Dann ist Gott aber auch gerecht. Was meint gerecht? Das ist die Endall von Gnade. Gerecht meint Gott, der dort, was man sich verdient hat. So nun ist Gott gnädig und heißt gerecht. Dort steht ja ein wahrer Spruch an sich. Wo schafft er dort ein solcher Gott, kann diese beiden Eigenschaften haben? Denken wir an Gott an seine Leib, an seine Gnade, an seine Freundlichkeit. Gott will den Sünder im Himmel haben, aber an seine Gerechtigkeit, an seine Wahrhaftigkeit, kann er den aber niemals im Himmel dulden. Dann wird er den Gerecht bestrafen, das ist total allmählich für Gott seine Gerechtigkeit, den Sünder im Himmel zu haben. Wo schafft er, dass das beides kann sich taub trafen? Und wo trafen sich diese Eigenschaften Gottes taub? Wo denken wir, trafen die sich taub? Und dort ist umtritt. Das ist nicht vernünftig, dort umtritt ist. Ein dem war ich, ein dem war ich. Gott seine Gerechtigkeit, Gott seine Gnade, die trafen sich umtritt taub. Dort meint so viel. Gott ist gerecht, indem dort er in vollem Moden der Struf über den Sinn, seine Rache, was er hat. Er hat sich drei geholt, 4000 Jahre. Dann hat er seine Rache aufgeäuft, ausgeäuft und sie in einer Sehen. Um Tritz hat Gott kein Zorn drehen, du hast in vollem Muten seine Rache und sein Zorn über den Sinn ausgeäuft. Du hast Gott gerecht gehandelt und gerecht bestraft für den Sinn. Aber die Gnade ist dort, dort in den Sünder verschont hat und hat sie in einer Sehen. Und sie in einer Sehen, dass er diese Strafe ausgeäuft. Mag wir dort Gnade und Gerechtigkeit, da trafen sich alle beide um Tritz, dort Gott beides ist, heißt gerecht. Und er ist aber auch gnädig.
weil der Reich bestrafen wurde, sind verdient haben, aber es gnädig, an dem dort er den Mensch verschont und dort uns in einer sehen, ut eifen dort. Weil wir das bei der Stauptchen, dann haben wir sagen, Gott seine Eigenschaften sind uns nicht trieb. Die passen kreigtaub, die bieten sich nicht. Die passen sich kreigtaub und um Tritz haben sie sich taub getroffen. Das ist aber jemand, der mal gesagt, um Tritz haben sich Gott seine radende Leib und seine verjaltende Gerechtigkeit, die haben sich die Hand gegeben. Die haben sich um Tritz die Hand gegeben. Dort Tritz ist das Wunder Gottes. Dort Tritz ist der Stil, was Jesus sagen wird. Jesus sagt, die Mutter seine Jünger, dass für den Rücken so allmählich am Rücken Gottes zu kommen, als für ein Kamel durch ein Nudelöhr, durch die Krüben. Dann sagen die Jünger, wer kann da noch säulich werden? Das ist ja allmählich. Und das stimmt. Säulich werden ist allmählich. Aber dann sagt Jesus, bei Gott sind alle Dinge mählich. Und wo wird das allmählich? Um Tritz wird das mählich. Um Tritz, du hast Gott seine Gerechtigkeit durchgeführt und du hast seine Genot durchgeführt. Alle beides haben sich um Tritz getroffen. Und wir können auch sagen, du hast Gott seine Unendlichkeit auch über dir gekommen. Denk wir bloß mal, wo kann in Gott sterben? Wo ist doch mehrlich dort ein unendlicher Gott? Wir sehen das mal, Gott ist ewig. Wo kann Gott dann sterben? Und du kannst auch sagen, Gott war Mensch. Gott war Mensch und er kam im Fleisch, durch eine Jungfrau geboren und er war ein Mensch, damit der unendliche Gott sterben kann für den Sinn. Auch war ein Wunder, was um Tritz passieren wird, dass Gott sterben wird. Dort ist auch war ein Wunder, dort man sich denkt, wo ist das möglich? Und wo ist Gott noch unendlich umtritt? Und dort ist in dem, dort er die Sünden von der Menschheit, von allen Menschen, die jemals gelebt haben und leben wollen, die Sünden rein alle betult an einem Tag. Denken wir mal lieber nur. Alle Sünden, die noch begonnen wurden, denken wir mal an, als Jesus umtritt gestorben hat, dann hat eigentlich noch keine Sünden begonnen. Und die Sünde hat Jesus damals alle umtritt betult. Dort bist du mehlig, wenn du ein unendlicher Gott ist, der du ewig ist. So dass ich dir sagen, wie Gott ist alles Gegenwart, alles ist neu. Alle Sinn, was noch passieren wollen und was passiert sein, der werden wie Gott alle an einem Blick, du in der Gegenwart und du starfe für den Rhein aller ab einmal. Dort merkt Gott unendlich. Bloß ein unendlicher Gott, der kann sich dort Sinn betonen, so dass heute hat, wenn wir dort mal richtig ans Nennen lassen, dann muss wir sagen, der Tritz, was wir von Clean Up und gelehrt haben, dass Jesus um Tritz gestorben ist, dass sie unseren Ding, was wohl so mess gewarnt sind, dass wir das immer hier und da. Aber haben wir eben nur gedacht, dass das gerade das Wunder, was damals die Welt gesehen hat und was damals Gott gemerkt hat, dass das Wunder um Tritz, wo das allmählich ist, dass ein Sünder kann im Himmel kommen. Dort ein Sünder kann im Himmel kommen, dort ist um Tritz mählich geworden. Gott ist so weise, was er um Tritz geplant hat. Wo weise ist er gewesen? Bist du all von den Zorn Gottes beschützt, dort die Unja schützt gerannt bist von ihm? Hier sage ich dort, dort Gott ist eine Zuflucht für den, der ab ihm vertraut. Wo er gerecht verkündet hat, wo er nie wieder sein wird, dort gerecht ist im Kommen, dann sage ich dir, aber der wird ab ihm vertraut, und die waren in Zuflucht, und die waren stehen haben, wo sie waren, beschützt waren. Und wo ist der steht? Das ist ein Christus. Für uns von dir ist das ein Christus. Die Schrift sagt, dass der wird ein Christus sein, die sind für den Zorn Gottes bewahrt. Der wird den Zorn Gottes nicht trafen. Bist du all ein Christus? Bist du all unser Schutz gerannt? Da meinst du viel für Gott sein Zorn, weil wir wollen von den Zorn unser Schutz ran, dann machen wir nur am Salz Jesus ran. Und dort ist nur Jesus Christus. Da wir nur am kommen dann und von am ans Raden lohnen. Wenn du von dir noch lebend ist, da meinst du viel, dann hast du den Punkt noch nicht erregt, wo du in Tolot ist. Wo ich ihr seine, den voreint. Dort ist der Punkt, von dem ich erregt ist worden, dann ist kein Dreimal nicht. In Lotens, ab Lotens mit dem Tod, dann habe ich den Punkt überschritten, wo nicht mal ein Dreh ist. Und solange es der Punkt noch nicht erregt ist, dann hat Gott die noch hier in dieser Welt, wegen sie gütig, die dir ist und freundlich, und weil die dir gelehnt hat, ihm geraten worden. Wenn ein Geneter Gott ist. Soll hier jemand sein, der noch nicht diese Ratung erfahren hat, dort du weißt, du bist noch unter den Zorn Gottes, dort du noch nicht geraten bist, dann ist von der die Gelegenheit, von der du hast dich dort down. Du darfst hier in Treib leben, wir haben uns Zeit nehmen, wenn du viel zu reden, wir können anhand von der Schrift, können wir dort wiesen, wo uns der Weg, dem dort wir können geraten worden. Wir haben dort mit einem freundlichen Gott zu tun, da will ich sagen. Einen freundlichen Gott haben wir dort noch zu tun, für der wird noch leben down. Aber für dich wird den Punkt überschreden und nicht Buße und sich geraden lohnen. Für dich ist das der Lot und für dich wird Gott
ein schrecklicher Gott sein, sage ich dir schrauf. So sage ich dir, hell die schrauf dort. So von der erste Jelen hin auch du. Aber ab Stunden beten wird passend das. Uns Herr in Heiland Jesus Christus, wir wollen die anbeten und danken für den Herr, wo du bist, der du reut bist und wehrlich bist, was um Tritt zu gehen, in den furchtbaren Zorn Gottes zu drehen und der Rache Gottes zu drehen und in uns steht. Herr, woffene große Genot ist dort, dort die du in uns steht, die gedreht hast. Ich danke dir, dass du diese gute Nachricht von dir und deinem Wiedersehen, und dass jeder eine darf geraten wird und dass du dort nicht weißt, dass ein Mensch in seinen Sünden gestorben wird und sich dort verloren wird, sondern du hast Geduld mit uns. Und dass wir sollen so viele Jahre, dass du uns schenken lässt und wo du so viel Geld uns schenken lässt, dort erst der Beweis dafür, du meinst, dass Gott mit uns und Jeff uns gelehnt hat, anzukehren und uns die anzuvertrauen. Jeff, ich genau, wenn hier jemand bin, dass du nicht verehrt hast und der noch nicht weit aus sei, für Ewigkeit geraten hast, dass du mich Mut fängst, tritt gekommen und sich die Ante vertrauen. Amen. Der wird Platz nehmen.